Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite. Ich und Zellos kämpfen hier auf der Nintendo Switch um Ruhm und Ehre. Eben, als ich nicht aufgenommen habe, habe ich innerhalb von einer Minute zwei Leute getötet. Wahrscheinlich werde ich das nie wieder in meinem Leben schaffen. Hallo, ja, Zellos. Hallo, ich bin der Franz Beckenbauer. Der Zellos muss man sich in Kaffee holen. Ich bin Herbert Grün. Nicht Herbert Grün. Ich bin Udo Lindenberg. Ey, voll geil, Mann. Wir werden hier voll eskalieren heute. Ey, das ist geil. Wir werden Cello spielen. Ich bin Udo Lindenberg und wir Fortnite. Das müsste mich eigentlich auch so verkleiden. Das ist der Sonderzimmer. Oh Mann. Ach, herrlich. Also beim Team auffüllen übrigens. Da steht dran, nicht auffüllen, wenn du bei Y. Für mich als alteingesessener Zocker heißt das, wenn ich jetzt klicke, heißt es dann nicht auffüllen. Wenn ich allerdings klicke, dann steht da auffüllen. Ey, hör mal auf, das Spiel nicht zu kritisieren, ey. Das Spiel ist super schüssel. Du bist YouTuber, da kritisiert man Spiele nicht, da findet man alles gut. Oh, ich finde das total gut, wie das mich verwirrt. Ja, das ist voll fancy, Mann. Ja. Gestern hat ein Streamer, den ich sehr gerne gucke, was angesprochen, was mich schon seit Ewigkeiten auf Twitch stört. Und er hat es, ihn nervt es auch. Und oh, ich fand das. Und zwar, wenn irgendein Typ, der immer, was weiß ich, sagen wir mal, wir spielen nur Nintendo-Spiele und dann kommt irgendwie neues Call of Duty raus. Und wir streamen Call of Duty und tun auf einmal so, als wären wir voll die Call of Duty-Fans und würden uns auskennen und so. Natürlich, das sind wir auch. Natürlich. Und ich hasse solche Leute. Ja, ich mach wenn das jemand nicht. Irgendwie Call of Duty spielt und dann kommt Mario Kart 8 raus, ja, dann kann er spielen, aber er soll weiter seinen scheiß Call of Duty streamen. Ich hasse solche Menschen, so hat er das gesagt. Und er hat das auch mal, so ausgedrückt. Und mach einfach mal Battlefields, oder wo willst du? Ja, Battlefields ist sicherlich eine interessante Lösung für uns. Das ist eine interessante Lösung. Also, so mental finde ich das ganz gut. Ja, mental ist es schwierig hier, sag ich mal, in der WM-Gruppe. Oh Gott, wir sollten aufhören. Das ist der Gag der Folge, wir nehmen jetzt Haufen prominenter Leute. Mental, mein Name ist Oliver Kahn. Ja. Ach Gott. Das müsste man echt mal machen. Einer verkleidet sich als Oliver Kahn in so einem alten Bayern-München-Torwarttrikot, der andere als Udo Lindenberg. Und dann spielt man das zusammen. Das wäre witzig. Ja, da kommt einer gleich. Ja. Ja. Ich glaube nicht, oh, da kommt einer auf mich. Oh Gott. Der schlechteste Part aller Zeiten. Hier ist jemand, der nicht du bist. Das ist schlecht. Ach so. Ey, das ist interessant, das ist sicherlich eine. Oh, der sitzt da neben dir, ja, das ist richtig, ja. Ich gehe mal in die Mine und ich hoffe, dass da keiner kommt und mir gleich einer über die rüber brät, oder? Als bayerischer Innenminister ist es alles eine Frage der inneren Sicherheit. Ja, das ist ja richtig, oder? Ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen mehr hier, Konzentration zu Fortnite reden. Also, Fortnite, wunderschönes Spiel. Ich spiele es immer noch auf der Switch. Spielst du es auch nur noch auf der Switch? Ja, schon ewig. Also, ich habe ja einmal versucht, das, als wir Rikos mitgenommen haben, auf dem PC zu spielen, aber ich komme auf Konsole besser klar. Ja. Warum auch immer. Also müssen wir Rikos leider ausschließen, außer er spielt es auch für die Switch, aber macht er nicht. Also schließen wir ihn einfach aus. Weißt du, da hat mir die Tibi das gestern, wo ich das Platoon gestreamt habe, den ganzen Tag nicht erwähnt, dass ich da mich anhöre, als würde ich aus dem es ist aus, was weiß ich, Alaska anrufen oder sowas. War das gestern auch schon so krass? Ich weiß es nicht. Das ist ja das. Das weiß ich ja nicht. Oh, fuck. Muss Tibi mal schreiben. Also ich habe deinen Stream ja gestern nicht geguckt. Fuck. Ich bin direkt tot. Also, Barry, du machst das jetzt hier. Das ist übrigens in dem Häuschen ein bisschen bei dir in der Nähe. Ja, im Süden, ne? Da ist jemand. Ja, im Süden. Da im Häuschen. Ich mal schnell um. Ich meine, natürlich besiege ich die Gegner. Natürlich besiegst du die Gegner. Warum gucke ich jetzt der Flachpfeife zu, wenn ich eigentlich jemand anderen zugucken will? Mensch. Du kannst, glaube ich, irgendwie. Ja, aber ich komme da nicht. Ich mache immer Umleiten. Dauert 30 Jahre. Jetzt kann ich wechseln. Eieieiei. Ich habe keine Melee-Waffe, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Hm. Dafür hast du drei Sturmgewehre. Ja. Ja. Kriegst du hin, Barry. Was ist das denn hier? Ballons. Oh. Ja, da kannst du schweben. Jagdgewehr nehme ich auch mal mit. Hab ich auch letztens gemacht. Ich brauche aber eine Schroti oder sowas, sonst wird das hier ein sehr kurz. Ah, da ist jemand. Oh, fuck, der sieht mich auch. Er sieht dich dort. Warum machst du Jagdgewehr? Schieß doch mit deinem. Ja, das Jagdgewehr, wenn ich damit einmal treffe, wäre er tot gewesen. Ich weiß schon, was ich mache, Zellos, aber kann ich zielen. Geh mal zurück zur Lobby und wir versuchen nochmal eine Runde. Aber wir sollten nicht so früh abspringen, irgendwo am Ende vielleicht oder so. Okay. Dann springen wir irgendwo am Ende ab. Mhm. Bitte, wir könnten theoretisch auch einfach Duo spielen, vielleicht wäre das auch sinnvoller. Oder wollen wir Teams oder abwechseln?
ich würde mal sagen, wir machen die Runde noch Teams. Und im nächsten Part können wir immer abwechselnd machen. Ja, wir können ja mal so, genau. Damit wir wieder so Mitspieler wie Milf Hunter oder so bekommen. Das war geil. Boah, ich musste so lachen als damals. Es war damals. Schön. Damals vor Jahren war das. Damals im Krieg. Damals, weil, wie weißt du noch? Da trugen wir statt Gummistiefel noch Holzschuhe. Ach, schön war das. Wir müssen uns gleich irgendwie auch nach der einen Stunde noch einigen, was wir in der zweiten machen. Oh, kriegen wir hin. Ob wir was aufnehmen oder einfach so streamen oder was und wie und warum. Ich habe gesehen, Zellos, das wird dich vielleicht interessieren, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist ein F-Zero-ähnliches Spiel, das Redout heißt, was du auch auf deiner Wunschliste hast. Ja, Steam, tatsächlich. Kostet 5 Euro statt 30 oder so. Ich habe es mir gestern mal gekauft, ich habe es aber noch nicht gezockt. Oh, okay. Muss mal gucken, wie lange das geht. Ja, ich glaube nicht mehr so lange. Na, guck ich mal. Kann man auch online spielen? Angeblich spielen es auch Leute online, von daher. Angeblich. Was war gestern? Gestern in dem Stream von Zellos hat er da auch schon so geklungen. Also jetzt nicht mehr, aber eben klang er so wie aus einer 90er-Jahre-Telefonzelle. Ja, genau, als wäre ich da aus der Telefonzelle raus telefoniert, so von wegen so, ich habe jetzt eine ganz geheime Info für dich. Aber das hätte sie dir, glaube ich, gesagt, wenn du nicht normal geklungen hättest. Nee, ich glaube, das hätte sie einfach so hingenommen und gesagt, ah nee, das hört sich immer so an. Glaube ich nicht. Ich habe mal Haunted Hills markiert. Ja, ist in Ordnung, finde ich in Ordnung. Ein langer Sprung, wahrscheinlich müssen wir viele rennen, aber das ist okay. Ja, da haben wir immer am Anfang unsere Ruhe und können uns erstmal ein bisschen equippen. Dieser Alda, Tobi, der springt jetzt schon, der ist schon früh abgesprungen. Und ich kann mehr dessen Kaffee trinken, das ist auch ganz praktisch. Ja, das ist okay. Tobi schreibt nichts. Ja, okay. Sie ist schüchtern. Sie ist schüchtern, ja. Die will nicht zugeben, dass ich geklungen habe wie aus, was weiß ich, nee, aus war dem tiefsten, nicht so, schreibt sie. Aus dem tiefsten Kriegsgebiet habe ich wahrscheinlich angerufen. Aus Afghanistan. Ja. Für sie um heute, Zellos Q, live. Um mich herum überall Bomben, aber ich spiele ganz gechillt mit tun. Ja. Ja, ich finde das auch immer krass, also wenn man so überlegt, man spielt ja gegen die ganze Welt irgendwie Videospiele, aber irgendwie ja auch nicht, ne? Das sind trotzdem irgendwie zentrale... Hier ist übrigens wieder jemand, also nicht in dem Dorfladen vielleicht. Nö, ich versuche auf diesem komischen Hügel noch zu landen. Mal sehen, ob ich das pack. Wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe in das eine Haus, loote es und laufe dann sofort zu Haunted Hills. Zellos summt einfach Lieder hier. Ja, Mann, ich hab das jetzt im Kopf, Alter. Was ist das denn? Ich hab irgendwie ein Geschenk. Du bist halt ein sehr beschenkungswürdiger Mensch, weißt du? Ja, und das Geschenk wird dann hier einfach platziert und es passiert sonst nichts. Ja, so okay, ist das. Schnell looten, hier ist nichts. Scheinbar, ich gehe nochmal rein. Ich habe Angst. Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Ich habe immerhin nicht Rot, das ist schon mal schön. Rot ist gut. Rot macht glücklich. Pistole? Nicht so geil, okay. Wir können nicht zu Haunted Hills, weil da gleich die Zone ist. Planänderung. Planänderung, da müssen wir doch mal Richtung Dings. Gucken wir, dass wir vielleicht hier noch oben was kriegen. Ich würde sagen, wir... Oh Gott, Tilted Towers. Ich laufe zum Polarpark, laufe jetzt da einfach durch und was ich looten kann, loote ich und alles andere. Oh fuck. Bin tot. Was? Ja, ich habe den nicht gesehen, nicht gehört. Mist. Was? Nee, tja. Nicht so schön. GG, easy. Ich kann ja immer noch dem Zellos zugucken. Ja, guckst du noch ein bisschen mir zu, wie ich planlos hier durch die Gegend laufe. Oh, du hast ein Jagdgewehr und noch irgendwas und du verlierst irgendwie... Ah nee, das ist ein Alda Tobi. Alda Tobi stirbt jetzt Alda aber. Tobi, du! Ja, wir machen gleich du, würde ich erstmal sagen. Warte. Ach oh Gott, nee, da müssen wir ja fast wir los. Wir haben noch den CH04 Champion. Ja, den CH04 Champion. Was ich kann gar nicht, ist. Moment sehe ich gar nicht. Ich werde umgeleitet und das passiert. Ja, das, ich kenne das. Ich kenne das Gefühl, Barry. Du kennst das Gefühl? Ja, ich kenne das Mann, Gefühl. Och Mann, wieso? Bevor ich auf die Aufnahme starte, läuft es und sobald ich die Aufnahme starte, spiele ich scheiße. Es ist einfach unglaublich. Ich bin den Berg runtergefallen. Ja, okay, ich würde sagen, wir können schon mal langsam Arsch abmoderieren. Nein, guck mal da. Ich guck nein, wir gucken nicht Zellos seinen Arsch an, der ist doch, nicht erotisch genug. Nicht. Ja. Zellos, möchtest du zum Ende dieser Folge noch irgendetwas loswerden?
Ich finde es immer wieder schön, wenn man ein paar Promis doch mal auf den Kakao, durch den Kakao ziehen darf. Auf jeden Fall. Ich finde das toll. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ein bisschen erfolgreicher. Es war relativ frustrierend. Bis zum nächsten Mal. War doch schön. Tschüss. Tschüss.